Hallo, wie ihr wahrscheinlich auch an meinem Hintergrund seht, bin ich ab sofort in Herbststimmung. Herbstanfang war ja, glaube ich, vor ein paar Tagen, ich glaube vor einer Woche, wenn ihr das Video seht ungefähr. Und deshalb dachte ich, mache ich heute mal ein Herbstvideo und ich freue mich auch schon richtig darauf, einfach weil ich ein richtiger Herbstfan bin. Ich freue mich jedes Jahr, wenn der Herbst anfängt, wenn ich kuschelige Pullis tragen kann, Kerzen anzünden kann und alles Mögliche. Und deshalb wollte ich euch heute mal so ein paar Dinge zeigen, die meiner Meinung nach jedes Mädchen im Herbst kennen sollte oder generell auch kennen sollte, aber vor allem im Herbst. Und da habe ich euch jetzt mal so ein paar Sachen zusammengestellt. Auch so ein paar Tipps sind quasi dabei zu bestimmten Dingen. Also würde ich sagen, wir reden nicht lange und legen direkt los. Als allererstes habe ich euch mal eine Sache vorzustellen. Und zwar ist das dieses Teil hier. Wenn ihr mir auf Instagram, Snapchat und so weiter folgt, dann habt ihr davon schon mal gehört. Und zwar ist es ein Popsocket. Und da habe ich mein eigenes Design. Das ist so ein Teil. Das klebt ihr hinten ans Handy so dran. Und es ist dann da halt fest, dann könnt ihr das Handy immer besonders gut halten, Selfies machen oder so. Oder halt eben so hinstellen, weil ihr könnt es auch so zur Seite klappen und dann könnt ihr das so hinstellen und dann so damit Fernsehen gucken oder Videos gucken oder was auch immer ihr gucken möchtet. Und ohne Scheiß, ich finde das echt voll cool, das Teil. Ich habe erst gedacht, so was für ein Schwachsinn, als ich davon gehört habe. Aber dann habe ich es gehabt und fand es einfach so cool und jetzt kann ich gar nicht mehr so ohne das Teil irgendwie. Und deshalb wollte ich euch das heute mal zeigen. Ich habe nämlich, wie gesagt, ein eigenes Design. Da steht drauf Enjoy Life und dann nochmal so klein XOXO. Das Foto habe ich auch selbst gemacht. Das ist aus meinem Bahamas-Urlaub. Und ja, ich verlinke euch mal die Seite unten, wo ihr euch das kaufen könnt, wenn ihr möchtet. Ich finde das Ding auf jeden Fall sehr cool und wollte es mal kurz vorstellen und euch auch mal mein eigenes zeigen, damit ihr da auch mal Bescheid wisst. Ich mag es im Herbst total gerne, mich wieder ein bisschen mehr zu schminken, denn ich finde, im Sommer hat man oft nicht so Lust, sich richtig zu schminken und sich auch Mühe zu geben, weil man eh die ganze Zeit schwitzt, weil es eh warm ist. Im Herbst habe ich da immer wieder ein bisschen mehr Lust drauf und deshalb brauche ich auch ein gutes Abschminkzeug im Herbst. Und ich habe da eins für mich entdeckt. Ich habe oft diese Tücher einfach nur verwendet, also diese Abschminktücher. Habe aber auch viel darüber gelesen, dass es wirklich nicht gut für die Haut sein soll. Deshalb mache ich das jetzt nur noch so auf Reisen. Und da habe ich letztens von Bare Minerals ein Päckchen bekommen mit Hautpflegeprodukten, weil die haben jetzt eine riesige Hautpflegeserie. Und da habe ich tatsächlich ein Produkt für mich entdeckt, was ich seitdem die ganze Zeit nutze. Es ist auch schon, es sieht zwar wenig aus, aber ich habe das Produkt wirklich noch nicht lange. Ich benutze es jeden Tag. Und zwar ist das ein Öl. Und ich habe mich immer gesträubt, Öl zu benutzen dafür, weil ich immer dachte so, oh, dann ist die Haut zu ölig, man bekommt das gar nicht ab, weil es geht ja mit Wasser so schlecht ab. Aber das Geile an diesem Zeug ist, dass es einfach, wenn es in Berührung mit Wasser kommt, dass es dann zu so einer milchigen Konsistenz wird, die man richtig easy abwaschen kann. Das heißt, ihr macht das so auf die trockene Haut, einfach das Öl in die Hände, auf die Haut, reibt das so ein. Es kriegt sogar perfekt wasserfeste Mascara ab, was für mich immer wichtig ist, weil ich immer wasserfeste Mascara trage. Bleiben wir mal bei Pflege. Und zwar finde ich es im Übergang vom Sommer zum Herbst einfach super wichtig, eine gute Pflege für seine Haut zu haben. Und da sind mir zwei Dinge immer besonders wichtig. Und zwar einmal meine Hände und mein Gesicht, weil die stellen immer bei mir am ehesten trocken werden. Und da habe ich zwei Produkte, die ich momentan super gern benutze. Einmal ist es auch wieder von Bare Minerals. Ich weiß, es ist viel Bare Minerals, aber ich muss es auch überhaupt nicht sagen oder so. Ich habe das halt nur zugeschickt bekommen und war begeistert. Deshalb wollte ich euch das mal vorstellen. Und zwar benutze ich diese Creme tatsächlich momentan jeden Tag, morgens, abends. Und das ist die Butter Drench Restorative Rich Cream. Und zwar ist die für Dry to Very Dry Skin Types, also perfekt für Leute, die wirklich trockene Haut haben. Ich habe jetzt nicht extrem trockene Haut, aber ich benutze immer gerne eine Creme, die richtig gut pflegt. Vor allem abends, wenn ich halt schlafen gehe, da kann das in der Nacht so in die Haut richtig schön einziehen und das mag ich halt eben total gerne. Und die Verpackung ist natürlich auch mega süß. Ich meine, sie ist weiß und so rosé, gold, gold. Halt Verpackungsopfer, ne? Ihr kennt mich. Für meine Hände benutze ich momentan von Treacle Moon diese Handcreme hier. Die ist, meine ich, neu, aber gibt es jetzt, bin ich mir ziemlich sicher, schon im DM. Und das ist die Marshmallow Heaven Variante. Die haben sie auch in anderen Geruchsrichtungen. Aber ich mag die besonders gerne, obwohl ich eigentlich meistens nicht so auf extrem süße Dinge stehe, also auf extrem süße Gerüche für so Gesicht oder Hände oder so. Aber ich finde, bei Händen geht's noch. Und ich finde halt, dass das extremst herbstlich, winterlich riecht. Deshalb finde ich diese Handcreme einfach so geil. Ich finde tatsächlich, dass die Treacle Moon Sachen nicht so extrem gut pflegen. Aber ich finde das hier eigentlich ganz gut. Also ich finde, die bessern sich mittlerweile. Ich mag zum Beispiel so die Bodylotions von denen. Mochte ich bisher immer noch nicht so gerne, weil ich finde, die pflegen mir einfach nicht genug. Und da gibt's halt, habe ich halt andere Bodylotions, die da meiner Meinung nach besser sind. Aber hier haben sie Aprikosenöl und Vitamin E drin und ich finde, das reicht mir auf jeden Fall für meine Hände. Und da wir schon über Kerzen gesprochen haben, Kerzen müssen sein bei mir. Ich finde vor allem die Yankee Candles total geil, weil ich finde, die haben richtig gute Geruchsrichtungen. Muss aber sagen, ich würde das Geld nicht unbedingt immer für so eine Yankee Candle ausgeben. Also ich finde, es gibt viele Marken,
die es auch sehr gut machen und die auch sehr coole Kerzen haben. Ich wollte euch nur einmal die Yankee Candles vorstellen, da ich da einen Online-Shop gefunden habe in Deutschland, wo man die bestellen kann und wo die auch nicht irgendwie überteuert sind oder so. Und der heißt, glaube ich, Candle Dream. Ich werde euch den auf jeden Fall mal hier hinschreiben und auch irgendwie in die Infobox verlinken. Falls ihr genauso wie ich auch Yankee Candles total liebt und irgendwie noch nicht so richtig die Möglichkeit gefunden habt, die in Deutschland zu bestellen, vielleicht hänge ich auch einfach zurück und man kann das schon längst, aber ich hatte das Gefühl, das ist einer der ersten Online-Shops, die das anbieten. Und deshalb würde ich euch den Online-Shop mal empfehlen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da habe ich meine Yankee Candles auch her. Falls ihr meine Roomtour gesehen habt, verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Dann wisst ihr, dass ich ungefähr so gefühlt 10 Yankee Candles hier in meinem Zimmer verteilt habe. Kommen wir mal zu Schals. Und zwar mag ich es total im Herbst, Winter so als Modestatement einfach auch Schals zu tragen und natürlich auch, weil es kalt ist. Aber ich wollte euch mal diese Schals hier vorstellen. Und zwar sind die beide von TK Maxx, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die schon ziemlich lange. Und ich wollte euch wirklich mal empfehlen, für Schals bei TK Maxx suchen zu gehen, weil die haben oft viel billigere Schals als die irgendwie, wie viel kosten die bei Zara? 20, 25 Euro? Ich finde das so überteuert. Es tut mir wirklich leid, aber es war einfach so krass im Trend, fand ich auch letztes Jahr. Und deshalb wollte ich euch für dieses Jahr mal den Tipp geben, Schals nicht unbedingt nur bei Zara zu kaufen, weil diese Schals hier, beide, sind auch solche riesigen Deckenschals, als diese, die es bei Zara halt gibt. Und für die habe ich lange nicht so viel Geld bezahlt, für wenn ich die bei Zara gekauft hätte. Und die sind genauso schön, genauso weich. Ich finde die genauso toll. Deshalb solltet ihr euch da mal bei TK Maxx umschauen. Ich weiß nicht, ob jede Stadt einen TK Maxx hat. Ansonsten finde ich, kann man Schals auch ganz gut immer so bei C&A oder so kaufen. Das ist immer so, da geht fast keiner rein irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Aber die haben eigentlich noch ganz coole Sachen. So, also könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Da habe ich auch ein paar Schals von. Finde ich auch mega schön. Worauf ich im Herbst immer sofort Lust bekomme, wenn es allein schon ein bisschen kälter draußen wird. Ich will immer Kakao trinken oder auch Kaffee, aber ich trinke nicht nur normal Kaffee oder Kakao, sondern ich mache immer entweder noch ein bisschen Zimt und Agavendicksaft rein, weil ich finde, das schmeckt total gut mit Kaffee und Kakao. Und was ich noch total cool finde, was ich euch mal empfehlen wollte, es ist total einfach, Pumpkin Spice selbst zu machen. Ihr kennt bestimmt alle den berühmt-berüchtigten Pumpkin Spice Latte bei Starbucks, aber diese Pumpkin Spice, also dieses Gewürz, gibt es, glaube ich, nicht so einfach in Deutschland so zusammen zu kaufen. In Amerika gibt es das überall. Aber man kann es sich total einfach selbst machen. Ich werde euch da mal ein Rezept in die Infobox verlinken, was ich da nutze. Und das sind einfach nur so ein paar Gewürze, die man so ein bisschen zusammenschmeißt. Ich mache das auch nach Gefühl. Also ich mache dann ein bisschen davon rein, so rühre das um. Und das schmeckt so gut. Und was ich auch noch ganz gerne mache, nur mal so, ich mache gerne Mini-Marshmallows drauf. Die sind auch geil. Dann darf bei mir im Herbst nicht fehlen Baden. Und das mache ich am liebsten mit meinen Lush-Sachen. Ich bin ein großer Lush-Fan, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Zum Beispiel habe ich hier auch letztens von denen aus der neuen Herbstkollektion was geschickt bekommen. Und das ist so süß. Das ist so ein Pumpkin. Also es soll so ein Kürbis sein, der so ausgeschnitzt ist und so ein kleines Gesicht hat. Und ich liebe die Badebomben von da. Und ich mag es halt auch, dass sie so gute Inhaltsstoffe haben. Und dass es alles so handmade quasi ist. So, und falls ihr jetzt Lust bekommt auf so ein ähnliches Video, wo ich quasi so Produkte vorstelle, die einfach so mega cool sind und die jeder kennen sollte, dann werde ich mich mal so umschauen nach so richtig coolen Produkten, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Dann gebt mir jetzt gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video und schreibt mir auch gerne irgendwie so ein Emoji eurer Wahl in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß, wie viele von euch das gerne sehen würden. Also hoffe ich, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Ich habe hier mal meine Social-Media-Seiten verlinkt, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!